So, hallo, wir haben heute wieder mal einen Fall, der etwas schwieriger ist. Wir, das sind die Firma Medianorm und wir haben hier ein Dell All-in-One PC, ein Dell Inspiron One 2330. Und da soll jetzt im Prinzip die Festplatte ausgetauscht werden, natürlich gegen eine SSD. Und das ist immer nicht so ganz so einfach, bei diesem Gerät an diese Technik zu kommen. Und deswegen haben wir uns gesagt, jetzt machen wir da mal ein schönes Video draus und werden das mal so nach und nach alles auf ein Auseinanderbröseln. Ne, der Christian wird sich jetzt gleich mal damit befassen. Als erstes müssen wir den Ständer abmachen. Genau. So, jetzt drehen wir das Gerät einfach mal auf die Seite. Siehst, da sind also im Prinzip... Ist auch justierbar. Man auch ein bisschen besser an das Rückenemblem kommt. Genau, ja, einmal da unterfassen. Nun, nur keine Angst, es wird ein bisschen knacken. Und schon lässt sich dieser kleine Rückdeckel einfach und sicher abnehmen. Ja. Und hier sieht man dann auch schon den reinen Fuß. Wir haben den jetzt pro forma nur mit 2 Schrauben fixiert. Original ist er mit 4 Schrauben fixiert. Die kann ich ganz einfach mit dem Kreuzschraubendreher lösen. Und entfernen. So, Nummer 2. Den Fuß am besten ein bisschen nach oben justieren und dann einfach zack und rückwärts einmal aushebeln. Der ist dann auch eingerastet, ne? Genau. Also das ist noch, glaube ich, die einfachste Übung davon gewesen. So, und nun kommt die Frage, wie bekomme ich das Rückemblem ab von diesem ganzen schönen All-in-One-PC? Ist auch relativ simpel. Hier unten, auf der unteren Seite, haben sich noch 4 Schrauben versteckt. Auch da haben wir nur pro forma 2 reingeschraubt, 2 weggelassen. Nur zum Demonstrieren. Die löse ich dann jetzt auch nochmal einmal. Genau, dann wäre eine hier, die ist schon weg. Und eine ist hier noch am Ende. Zack, das haben wir auch. Und nun geht es ans Eingemachte. Rückgehäuse entfernen. Rausheben und so weiter und so fort. So, und jetzt könnte ich hier über einmal probieren. Das wird so nicht klappen. Auch da muss ich wieder ein bisschen gucken, wo ich am besten ansetze. Und hier ist am besten einfach drunter greifen und dann ein bisschen ziehen und schon. Es kann sein, dass man dazu einen Rakel braucht, wenn man das erste Mal macht, weil natürlich die Kanten so ein bisschen verklebt sind. Aber wenn man das dann einmal wenigstens schon gemacht hat, dann geht das auch leichter, ne? Was wollen wir jetzt tun? Festplatte ausbauen. Genau, jetzt muss man erstmal gucken. Man sieht quasi, es ist alles gut verbaut. Das ist noch gutes altes Eisen. Und man erkennt gar nicht so zu richtig, wo ist jetzt hier die Platte und wo ist der Arbeitsspeicher. Ne? Und dann können wir aber beim zweiten hinschauen, sehen wir ja, dass dort also das SATA-Kabel hingeht. Also muss es da irgendwo in der Nähe sein. Hier haben wir das Laufwerk, das CD-Laufwerk oder der Brenner. Ne? Und jetzt müssen wir bloß die Chassis alle öffnen. Also ich würde einfach mal sagen, wir wollen jetzt mal an die integrierte, verbaute 3,5 Zoll Festplatte, mechanisch, weil wir sie tauschen möchten, ganz gerne gegen eine kleine 2,5 Zoll SSD-Platte. Kunde hat gesagt, dazu müssen wir dieses Obergehäuse hier entfernen. Auch hier fixiert überall 1, 2, 3, original. Hier hinten auch nochmal 1, 2, 3 Kreuzschrauben. Ich löse jetzt unsere beiden Schrauben, die wir nur pro forma eingesetzt haben. Zack, Nummer 1 und einmal Nummer 2. Am besten magnetische Schraubendreher nehmen. Na gut, der ist jetzt nicht mehr ganz so, aber das passt schon. So, ja, jetzt muss ich das entfernen. Auch da rüttelt und wackelt. Und schauen wir mal erstmal einmal hier oben. Es ist eingekantet. Und da fange ich auch an, das Gehäuse einfach zu entfernen bzw. zu lösen und kann das auch ganz, ganz einfach abnehmen. Es ist gar nicht so dramatisch. So, und nun kommt noch wieder eine kleine Überraschung. Der Käfig, der HDD-Caddy, so genannt. Den kann ich auch relativ einfach lösen. Schaue ich einfach mal so pro forma, schraubentechnisch. Okay, oben die erste. Zack, die ist raus. Und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwo eine befestigt haben. Wie scheint ja. Schauen wir mal einmal drunter, das SATA-Kabel, den Anschluss, den können wir gleich schon mal lösen.
auch ein bisschen Friemelarbeit, aber es ist alles lösbar. So, nun schauen wir nochmal, ob wir das Netzteil auch nochmal lösen müssen. Hier ist erstmal keine weitere zu sehen. Okay, dazu muss ich dann hier vorne diese kleine Plastikknubbel nochmal wegnehmen. Die ist noch reingeklipset. Netzteil müssen wir auch mal einmal lösen. Mit zwei kleinen Schräubchen. Wie man sieht, ist alles sehr, sehr gut verbaut und sehr gut verschraubt. Auch hier vom DVD-Laufwerk am besten das SATA-Kabel lösen. Und dann kann ich erstmal pauschal an das Netzteil kommen. Dann habe ich hier überall Bewegungsfreiheit und kann den HDD-Caddy einfach nach oben ziehen. Das ist ganz, ganz einfach. Einfach nur nach oben, zack und schon. Genau. Habe ich ihn in der Hand. Und dann wird die Platte quasi ausgebaut und ich brauche dann nur noch dann die 2,5 Zoll Platte einbauen. Dann nehme ich in aller Regel, oder nehmen wir in aller Regel dann so einen Adapter von 3,5 auf 2,5 Zoll. Und dann wird das alles wieder eingebaut, zugemacht und dann wird das Windows 10, in diesem Falle das Professional, neu installiert. Genau, so ist der Stand der Dinge. Gut, alles klar, da bedanke ich mich, Christian. Sportlich mit Corona-Frisur, ich auch. Ne? Und dann, genau, danke.